Hallo und herzlich willkommen zurück zu Agatha Christie Mord im Orient Express. Ja, in der letzten Folge haben wir uns um dieses komische Püppchen hier gekümmert, was ein bisschen länger gedauert hat leider, und die ersten zwei Zeugen befragt. Jetzt müssen wir, jetzt habe ich vergessen, welche Nummer der Kerl eigentlich hatte. Moment. Und zwar ist er in Raum 103, wenn er denn jetzt in seinem Raum ist. 105 dürfen wir auch rein, da dürfen wir auch rein, aber wir wollen jetzt erstmal... Achso, nee, das ist 200. Bin ja noch im falschen Abteil. Okay, dann schauen wir mal nach 103. Er hält da noch Wache. Mit ihr müssen wir, glaube ich, auch noch reden, oder? Ich hoffe, dass Ihre Ermittlungen gut verlaufen, Monsieur Poirot. Ah, nee, das war die gar nicht. Das hatte ich gesagt, 103, ne? Aber er ist anscheinend nicht drin. Hm. Er war jetzt aber, glaube ich, nicht auf der Liste der Verdächtigen, oder? Der Ruf der Wildnis. Okay. Warum kann ich mir das angucken, wenn ich nichts damit machen kann? Hm. Hm. Ah, Monsieur McQueen. Dürfte ich Ihnen eine Frage stellen? Ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung, Monsieur Poirot. Dieses mit einem H bestickte Taschentuch. Gehört es Ihnen? Nein, ich benutze keine Stofftaschentücher. Okay. Ja gut, ich meine, wir können auch lügen, ne? Ich werde Sie nicht weiter belästigen. Aber gut, wir haben ihn auf jeden Fall befragt. So, hier können wir nicht rein und hier konnten wir sowieso nicht rein, ne? Weil das war irgendwie, keine Ahnung. Wir gehen jetzt mal einfach in jedes Zimmer rein, wo wir rein können. Da wird ja wohl jemand bei sein, den wir befragen können. Hat er Neuigkeiten? Hallo, mon ami. Sind Ihre Ermittlungen abgeschlossen? Non, aber ich konnte ein paar Rätsel lösen. D'accord. Ich bleibe hier, um diese junge Dame im Auge zu behalten. Mach das, mach das. Obwohl ich das eher so verstanden habe, dass die beschützen wollten. Ich kann gerade niemanden empfangen. Kommen Sie später wieder. Kein Problem, Madame. Ich komme später wieder. Aber Sie werden sich mit mir unterhalten müssen. Okay, das heißt, sie hat doch irgendwie Dreck am Stecken, oder? Ich meine, wenn die schon so abwehrt und nicht mit uns reden möchte, gehe ich stark davon aus, dass wir nochmal wiederkommen, wenn wir einen stichhaltigen Beweis für irgendwas haben. Hallo? Kann ich was für Sie tun? Hallo, Monsieur Hartman nehme ich an. Sie haben von dem Mord gehört? Cyrus Hartman, ja. Und die Tatsache, dass es einen Mord gegeben hat, hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Sie scheinen nicht sehr besorgt darüber zu sein, Monsieur. Das ist nicht der erste Mord, der mir begegnet ist. Ich hatte keine Ahnung, dass der Verkauf von Spielwaren so gefährlich ist. Ich habe Sie beim Abendessen erwähnen hören, dass dies Ihr Beruf ist. Der Spielzeugverkäufer ist eine Tarnung. Ich bin Privatdetektiv, genau wie Sie. Aus den USA. Aha. Aha. Amerikaner, Privatdetektiv. Wie alt wird er sein? 30 ist er nicht mehr, ne? So viele Falten wie der hat. Ich sag mal 55. Das ist die richtige Antwort. Ich hatte nicht erwartet, einen anderen Detektiv in diesem Zug zu finden. Ich hatte gerade einen Auftrag in Istanbul beendet, als ich eine E-Mail von Ratchet erhielt. Er hat mich angeheuert, um ihn zu beschützen. Das hat ja nicht so gut geklappt. Ich bin sicher nicht glücklich darüber. Er hat einige Drohbriefe erhalten. Ich sollte ihn vor Gefahren schützen. Und ja, das habe ich nicht getan. Aber er schien zu glauben, dass er in größerer Gefahr wäre, wenn er den Zug verlassen würde. War er auf dem Weg nach Paris? Tja, das habe ich angenommen.
aber ich bin mir nicht ganz sicher. Kann jemand in diesem Zug Ihre Identität bestätigen? Ja, dieser McQueen, Ratchets Sekretär. Okay, war das jetzt der, wo wir gerade drin sind oder der andere? Also, wo wir drin waren? Hatten Sie gestern Abend Dienst? Na klar, ich ließ meine Türen spalt offen und habe die ganze Nacht aufgepasst. Niemand ist in den Wagen gekommen, der dort nicht hingehört hätte. Haben Sie etwas Besonderes gesehen? Der Schaffner? Michel? Er war auch die meiste Zeit da. Bis auf eine Viertelstunde oder so, nachdem wir Winkowzi verlassen hatten. Er muss auf ein Klingeln aus Ratchets Zimmer reagiert haben. Dann war er gegen 1 Uhr wieder für eine Weile abwesend. Danach hat er sich bis 5 Uhr nicht mehr bewegt. Was hat mir jetzt gesagt? Der Mord hat früher begonnen. Ah, hier. Um 0.15 Uhr. Gegen 1 Uhr war er dann nochmal weg. Okay. Monsieur Hartmann, haben Sie von dem Fall Armstrong gehört? Armstrong? Die Entführung vor ein paar Jahren? Wer hat das nicht? Warum fragen Sie? Regits echter Name war Cassetti. Ich habe Grund zu der Annahme, dass er der Entführer war. Was? Er hat das kleine Mädchen getötet? Nein, das wusste ich nicht. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den Job nicht angenommen. Haben Sie eine Ahnung, wer hinter den Drohbriefen steckt? Ich kenne seinen Namen nicht, aber Ratchet sagte mir, er sei ein kleiner Mann mit dunklem Haar und einer femininen Stimme. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ein kleiner Mann mit dunklem Haar und einer femininen Stimme. So spontan würde ich sagen, das könnte der Typ gewesen sein, der gerade in, naja, nicht mehr in U-Haft ist. Also nicht mehr in, ach nee, das ist ja sowieso schon eine Weile vergangen, stimmt. Aber hier gibt es doch keinen kleinen Mann, oder? Gehört Ihnen dieses mit einem H bestückte Taschentuch? Sehe ich aus wie jemand, der ein solches Taschentuch benutzen würde? Vielen Dank, dass Sie meine Fragen beantwortet haben, Monsieur Hartmann. Hören Sie, Poirot. Ich weiß, dass ich bei diesem Job versagt habe. Aber wenn Sie Hilfe brauchen, egal welche, lassen Sie es mich wissen. Ich würde das gern wieder gut machen. Was haben wir denn hier? Es ist schon eine Weile her, dass ich so etwas gesehen habe. Das Ding nennt sich Handy. Gut, es sieht etwas seltsam aus. Es sieht nicht aus wie ein normales Handy. Es gibt eine spezielle Marke. Die haben Blueberry war es, glaube ich, genau. Die haben immer solche Handys gehabt, aber ich fand die auch nie besonders schön. Ja, dann gehen wir nochmal kurz zurück, weil ich meine, das wäre der eine Typ gewesen, mit dem wir eben gesprochen hatten. Ich weiß nicht, ob wir nochmal mit dem sprechen können. Anscheinend nicht, oder? Nee. Wir können nicht nochmal mit dem sprechen, okay. Na gut. Dann, er war... Das eine, das war die Frau, ich denke mir mal diese Prinzessin oder was das war, die nicht mit uns reden wollte. Das sind wir. Da ist keiner drin. Hallöchen, Madame. Madame Hubert, dürfte ich Ihnen ein oder zwei Fragen stellen? Es wird nicht lange dauern. Alles, womit ich helfen kann. Ja, geil. Das Einzige, was wir fragen können, ist die Sache mit dem Taschentuch. Und genau darüber haben wir mit ihr schon gesprochen. Haben Sie kürzlich ein Taschentuch verlegt? Nein, ich glaube nicht. Warum? Wir haben ein Taschentuch gefunden, auf das der Buchstabe H aufgestickt ist. Deshalb dachte ich, es könnte sich dabei um Ihres handeln. Es tut mir leid, aber nein. Es könnte Miss Schmidt gehören, dem Dienstmädchen von Prinzessin Dragomirov. Ich glaube, ihr Vorname ist, Hildegard. Sie haben recht. Man muss immer auch eine Lüge in Betracht ziehen. Danke, Madame. Das fällt dem ja früh auf, so als Privatdetektiv. Aber hier fällt uns nichts mehr auf, was wir noch machen können, ne? Nee.
Na gut, haben wir denn schon alle? Wie viele müssen wir noch? Ich weiß es nicht. Steht's hier drin? Welche Alibis stimmen überein? Oh, ich hätte mir das doch aufschreiben sollen. Ich merke das schon. Scheibenkleister. Boah. Mit denen habe ich noch nicht gesprochen. Mit ihm muss ich auch sprechen. Wieso konnte ich denn gerade eben nicht mit ihm sprechen? Oh, das wird noch richtig reparieren, das und das. Frage nach den Alibis. 3 von 6, okay. Das wollte ich eigentlich wissen. Monsieur, ich bin Hercule. Ich weiß, wer Sie sind, Monsieur Poirot. Was wünschen Sie? Antworten auf 1 oder 2 einfache Fragen. In Ordnung, aber rasch. Meine Frau ist ziemlich krank und ich wünsche, an ihrer Seite zu sein. Versprochen. Zunächst einmal nehme ich an, dass Sie von dem Mord wissen? Natürlich. Die Gräfin ist furchtbar aufgebracht. Ihr voller Name? Rudolf Andrenyi. Sie wohnen in... Budapest. Und wie sind Sie an Bord des Orient Express gelangt? Ich bin ein ungarischer Diplomat. Meine Familie vertritt unser Heimatland seit dem Volksaufstand gegen die Sowjets 1956. Ich war im Auftrag meines Landes in Istanbul. Angelegenheiten, über die ich nicht sprechen kann. Und begleitet Ihre Frau Sie häufig auf diplomatischen Missionen? Ja, warum denn nicht? Wollten Sie noch etwas anderes wissen? Okay, er hat gesagt, er ist ungarischer Diplomat. Nein, du sollst da unten rein. Und ich schätze mal, er ist so 34, ja, kommt hin. Das war einfach. Ja, er hat ja auch alles gesagt, ne? Wenn es denn richtig ist. Können Sie mir sagen, was Sie gestern Nacht gemacht haben? Ich war mit meiner Frau in unserem Abteil. Sie ist früh zu Bett gegangen. Ich habe ein Spiel auf meinem Handy gespielt. Etwa gegen 23 Uhr ist meine Frau aufgewacht, konnte nicht wieder einschlafen und hat eine Schlaftablette genommen. Was mich betrifft, so bin ich kurz darauf ins Bett gegangen und habe bis zum Morgen durchgeschlafen. Okay. Frau aufgewacht. Ich weiß nur jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht, wer jetzt seine Frau war. Waren Sie schon einmal in den Vereinigten Staaten? Ich war 1 Jahr lang in der ungarischen Botschaft in Washington tätig. Sie kennen möglicherweise die Familie Armstrong? Armstrong. Es fällt mir schwer, mich zu erinnern. Man trifft so viele Menschen. Gräfin Andrenyi. Es ginge um die Entführung eines Kindes, eine sehr traurige Angelegenheit. Der Täter war ein Mann in diesem Zug, der sich selbst Ratchet nannte. Er ist der Mann, der gestern Nacht ermordet wurde. So, so. Es scheint, als hätte die Gerechtigkeit ihn letztlich eingeholt. Haben Sie Dank für Ihre Zeit. Jetzt würde ich mich gerne mit Ihrer Frau unterhalten, wenn Sie nichts dagegen haben. Das ist nicht möglich. Wie ich Ihnen bereits sagte, sie ist sehr krank. Danke. Und viel Glück bei den Ermittlungen. Eh bien. Der gute Graf scheint nicht zu wünschen, dass ich mit seiner Frau spreche. Ja, also zum einen ist es sehr seltsam, dass er uns nicht an die Frau ranlässt, wenn sie denn noch lebt. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, aber ne, man weiß es ja nicht. Dann, was war das? Achso, dann die andere Sache, dass er so komisch darauf reagiert hat und gesagt hat, erst hat er gesagt, dass er den nicht kennt, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, diesen, ich weiß gerade nicht mal, wie er heißt, also der mit der ermordeten Tochter. Und dann auf einmal sagte er, dass er wohl doch den,
dass er dann doch die Gerechtigkeit erfahren hat. Hallo? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Jetzt. Also das ist schon ein bisschen auffällig gewesen. Mit ihr hatte ich schon gesprochen. Dann muss ich wahrscheinlich jetzt noch mit den zwei aus der Küche sprechen, ne? Und hier ist jetzt aber nichts Neues reingekommen, oder? Weil wir hatten das schon mal, dass da ein, zweimal was Neues reingekommen ist. Und ich suche ja immer noch nach einem Schnurrbart, glaube ich. Wo steht denn das? Nee, zwei. Zwei muss ich sogar noch finden in diesem Kapitel. Stimmt, das ist ja jetzt wieder ein neues. Deswegen natürlich auch immer meine kurzen Ausflüge nochmal eben auf Toilette und so. Hier so in Zwischenräumen denke ich mal eher nicht, dass was sein wird. So, hier ist keiner. Sie ist da. Zu ihr wollte ich noch. Hallöchen. Es tut mir leid, Sir, aber ich muss mich aufs Backen konzentrieren. Das ist aber Kochen und kein Backen. Das sollte man in der Küche eigentlich wissen. Jetzt wird man hier auch noch so abgewiesen und kann nichts dagegen machen, oder was? Mhm. Hier ist auch nichts Neues. Sind die eventuell hier hinten drin? Frage ist, kommen wir da überhaupt noch mal rein oder haben wir jetzt keinen Schlüssel mehr dazu? Was ist denn hier eigentlich? 301. Ah, kommen wir noch mal rein. Sehr gut. Und da ist auch jemand, der gerade Pause macht. Hallöchen. Entschuldigen Sie die Störung, Monsieur Mori. Ich muss Ihnen eine Frage stellen. Bitte beeilen Sie sich. Ich muss ein Essen vorbereiten. Dieses mit einem H bestickte Taschentuch, gehört es Ihnen? Nein, das habe ich noch nie gesehen. Okay. Merci, das ist alles, was ich wissen wollte. Ich hoffe, dass Ihre Ermittlungen das heutige Menü nicht stören werden. Naja. Solange mit dem Menü alles in Ordnung ist, ist es ja egal, wie viele Leute ermordet werden. Gut, hier können wir auch nichts mehr finden. Das ist die große Frage. Jetzt haben wir 4 von 6. Ja gut, mit der einen können wir nicht sprechen. Hier ist auch die Gräfin mit drin, ne? Graf und Gräfin, ja. Mit der einen können wir nicht sprechen und mit der einen dürfen wir nicht sprechen. Jetzt ist es natürlich die Frage, ob mir das eventuell weiterhilft, wenn ich jetzt hier die Ermittlungen mal versuche. Nur ich weiß absolut nicht, was die jetzt genau gesagt haben. Die können wir immer noch nicht. Es tut mir leid, Sir. Nee, laber mich nicht voll. Okay, sprich mit der Gräfin, frage Personen mit unbekannten Vornamen. Das wäre ja eigentlich nur die Gräfin, oder? Zwei Passagiere. Ach so, Dr. Konstantin, da komme ich ja immer noch nicht rein. Und die Gräfin. Ich versuche das jetzt erstmal. Ich habe aber ehrlich gesagt absolut keine Ahnung, was die jetzt alle gesagt haben. Oh mein Gott, ich hätte mir zumindest die Alibis aufschreiben müssen. Ich habe jetzt gedacht, dass man das dann kurz lesen kann oder so, wenn man das jetzt vergleicht. Der, nee, das war Boulevardpresse, USA. Das war nicht die, oder? Ich habe zwar noch die alten Aussagen, Buch gelesen. Aspirin. Die eine hat ja wegen Aspirin gefragt bei der Frau.
Aber die Frau... Und mit ihm kann ich ja auch gar nicht sprechen. Das ist ja auch noch der Mist. Das heißt, ich kann zu den Alibis eigentlich gar nichts sagen momentan. Mit ihr kann ich nicht sprechen, weil die zu blöd ist, mir mal eben zuzuhören. Warum auch immer man das nicht machen kann, während man in der Schüssel rührt, also beziehungsweise in so einem Topf am Rühren ist. Ich meine, die werden ja wohl wissen, was passiert ist. Also werden sie das auch sagen können, während sie irgendwo am Rühren sind. Buongiorno, Monsieur Poirot. Was kann ich für Sie tun? Können Sie mir sagen, wo Sie in der Mordnacht waren? Ich bin gleich nach dem Abendessen ins Bett gegangen. Aber ich habe sehr schlecht geschlafen. Mein Mitbewohner, Signor Mastermann, hatte Zahnschmerzen. Er hatte die ganze Nacht gejammert und mich damit mehrmals geweckt. Haben Sie etwas Ungewöhnliches gehört oder bemerkt? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich bin die ganze Nacht in meinem Bett geblieben. Und das ist der Herr... Wie ist er nochmal? Buongiorno, Monsieur Poirot. Was kann ich... Können Sie mir sagen, wo Sie... Ich bin ein Gemeinderat. Haben Sie etwa... Nein. Echt jetzt? Warum können die nicht einfach mal kurz ihren Namen sagen? Ach, das war die falsche Taste. Oder den Namen dann halt da reinschreiben. Das war der hier. Foscarelli. Das ist neu. So, da müsste ich eigentlich theoretisch mit dem Typen sprechen, der die Zahnschmerzen hatte. Aber da kann ich jetzt nicht rein. Vielen Dank, Monsieur Poirot. Ich kann Ihnen Orange... Okay, mehr sagt er dann nicht. Kann ich sonst noch irgendwie helfen, Herr Poirot? Können Sie mir sagen, was... Kurz nachdem wir Istanbul verlassen hatten, habe ich mit meiner Mitbewohnerin, Frau Locke, Tee getrunken. Ich ging mit der Prinzessin zum Abendessen und als ich in mein Abteil zurückkehrte, schlief Frau Locke bereits. Etwas später kam Herr Michel, der Schaffner, um mich zu holen, weil Madame la Prinzesse meine Hilfe benötigte. Sie wird von Rückenschmerzen geplagt. Ich habe sie etwa eine Stunde lang massiert. Können Sie sich an die Uhrzeit erinnern? Entschuldigen Sie, leider nicht, werter Herr. Es ist schwer zuzuhören und gleichzeitig zu schreiben. Aber ich glaube, sie hat die Prinzessin massiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Ungefähr eine Stunde. Okay. So, und sie... ist die Frau Schmidt. Okay. Zimmer 105. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob in 105 jetzt jemand drin war. Hallo, wieso darf ich jetzt wieder nicht laufen? Fragen, ob du sie sprechen kannst. Ach so, ich muss den überzeugen. Monsieur, wenn ich diesen Mörder fassen soll, werde ich Ihre Hilfe benötigen. Meine Hilfe? Ich stehe Ihnen zu Diensten, Poirot. Sie lieben Ihre Frau, Sie beschützen Ihre Frau. Sie sind offensichtlich ein hingebungsvoller Ehemann, Graf Andrenier. Meine Frau bedeutet mir alles. In Budapest haben sie sich die Mäuler zerrissen. Ein ungarischer Diplomat, der eine Amerikanerin heiratet. Das hat sie nicht abgehalten. Ich hätte meine Stellung für sie aufgegeben. Ich dachte, so würde jeder handeln. Sind Sie verheiratet, Monsieur Poirot? No. Ich fürchte, die Ehe ist nichts für mich. Aber Ihr Zustand... Ist er sehr ernst? Sie leidet an einem Schwindelanfall.
Verstehen Sie? Der Raum dreht sich für Sie. Ja, habe ich auch häufiger. Hilfe anbieten oder Hilfe des Arztes? Tja. Ich denke, dass Dr. Konstantine Ihrer Frau helfen könnte. Es gibt einen Arzt in diesem Zug? Das wusste ich nicht. Wo finde ich ihn? Ich denke, Dr. Konstantine ist im Barwagen. Falls nicht, kann der Schaffner Ihnen sicher mitteilen, wo er sich befindet. Sehr gut, ich werde ihn suchen. Haben Sie vielen Dank. Der Arzt des Vertrauens. Beim ersten Versuch überzeugt. Cool. Verzeihen Sie die Störung, Madame. Mein Name ist Hercule Poirot. Ich weiß, wer Sie sind, Monsieur Poirot. Ich konnte hören, wie Sie meinen Mann auf eine aussichtslose Verfolgungsjagd geschickt haben. Ihr Mann sorgt sich sehr um Sie, Madame. Es tut mir leid, dass ich diese Tatsache ausgenutzt habe. Aber die Lage ist ernst und ich muss Ihnen einige Fragen stellen. Entschuldigung angenommen. Ich verstehe, dass Sie mit allen sprechen müssen. Dieser fürchterliche Mord. Es ist sehr erschütternd. Das ist eine wunderschöne Spieluhr. Bitte fassen Sie die Spieluhr nicht an. Sie ist ein zerbrechliches Familienerbstück. Ihr Dialekt, ist er amerikanisch? Aus Boston vielleicht? Sie haben ein gutes Ohr, Monsieur Poirot. Ja, geboren und aufgewachsen in Back Bay. Sind Sie ebenfalls im diplomatischen Dienst tätig? Nein, nicht offiziell. Ich habe Rudy vor 2 Jahren an der Universität kennengelernt. Ich kümmere mich um seine Planung, seine Reisen, seine Termine. Ah, wie sagt man so schön? Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. So heißt es. Heute könnte man das Sprichwort auch umdrehen, oder? Natürlich. Sie haben völlig recht. Okay, sie ist Amerikanerin. Sie hat eben gesagt, sie ist keine Diplomatin, ne? Das ist wieder so ein Moment, ich habe zugehört und habe wieder vergessen, was sie gesagt hat. Ich meine, sie hat gesagt, dass sie nur die starke Frau dahinter ist, sozusagen. Ja, wie alt wird die sein? Er ist 35, glaube ich, ne? Dann wird sie wahrscheinlich 39 sein. Denk nach, Poirot. Das kann nicht die Antwort sein. Ja, aber die ist keine 21. Ach, Quatsch. Ich liege schon wieder richtig. Das passiert mir häufig. Am Tatort wurde ein Taschentuch gefunden, das mit einem H bestickt ist. Beginnt Ihr Vorname zufällig mit einem H? Nein, ich heiße Elena mit einem E. Okay. Können Sie mir sagen, was Sie gestern Abend gemacht haben? Nun, mein Mann und ich sind zum Abendessen ausgegangen und danach hierher zurückgekehrt. Wir sind gegen 22 Uhr ins Bett gegangen. Ich habe versucht zu schlafen, konnte es aber wegen der Erschütterung des Zuges nicht. Ich leide unter Schwindel. Ich habe schließlich eine Schlaftablette genommen und das hat geholfen. Wann haben die Bewegungen des Zuges Sie vom Schlafen abgehalten? Zwischen Mitternacht und 2 Uhr morgens. Das weiß ich, weil ich bestimmt 10 Mal auf meine Uhr gesehen habe. Ich verstehe. Sind zum Abendessen gegangen. Ja, das glaube ich, hat er auch gesagt. Bin mir jetzt nur gerade nicht sicher, was er vorhin gesagt hatte. Er hatte, glaube ich, gesagt, die Frau ist gegen die Frau ist gegen 23 Uhr aufgewacht. Hat dann eine Tablette genommen. Und ist wieder eingeschlafen. Und sie hatte nämlich Moment. Bin nach 2 Uhr eingeschlafen. Naja, gut. Ich meine, er hätte gesagt, sie ist dann recht schnell eingeschlafen.
Aber Gräfin, Sie sagen mir nicht die Wahrheit. Warum sagen Sie das? Krankheit, der Zug hielt an, Schlaftabletten. Ja, mit Schlaftabletten, denke ich mir mal, ist gemeint, was der Mann gesagt hat. Sie konnten trotz Schlaftablette nicht schlafen? Ich sagte Ihnen doch, dass ich die Schlaftablette viel später genommen habe. Die Gräfin ist nicht auf meinen ersten Versuch hereingefallen, Sie zu verwirren. Ja, dann muss es der Zug sein. Der Zug musste wegen des Schnees um 0.30 Uhr halten. Also gab es da keine Erschütterungen. Sie sagte mir jedoch, dass die Erschütterungen sie am Schlafen gehindert hätten. Ich weiß es nicht mehr. Sie verwirren mich. Mein Schwindel. Madame, gestern Nacht ist ein Mann gestorben. Sie können keinen Unsinn von sich geben, nur weil Sie krank sind. Sie verheimlichen etwas vor mir. Wie können Sie es wagen? Ich habe nichts verbrochen. Ich werde jetzt meinen Mann suchen. Das war unhöflich, ich weiß. Aber meine Strategie ist aufgegangen. Ich kann den Raum nun in Ruhe untersuchen. Wollte ich gerade noch gesagt haben, hat ja alles soweit geklappt, ne? So wie es aussieht. Da ich aber ein kleines Problemchen mit einem Rätsel hatte, beziehungsweise eine gewisse Stelle etwas, ja, ich sag mal, buggy gewesen ist, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen dann die Durchsuchung des Zimmers in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.